Jo Leute, wieder back hier, Killer, bam, Boden, Nummer 3, bam, bam, Top 5. Ja, Pokémon, sind wir wieder am Schlüssel. Ja, allgemein zu Typ Boden, bitteschön. Also, Typ Boden. Wir hatten letztes Mal Typ Gestein. Da kann man zum Vergleich sagen, dass Typ Boden im Durchschnitt mehr KP hat. Es hat, ist auch etwas mehr AD. Dafür hat es weniger Verteidigung und Spezialverteidigung. Dann, und es ist auch ein bisschen schneller. Zum Schnellen kann man halt nur sagen, da sind die Beispiele jetzt bei Boden, was weiß ich, Diktri oder Rabigator ist auch relativ schnell. Oder auch mega Knackrack oder normales Knackrack. Es sind halt die einzigen Beispiele. Sonst sind sie eigentlich relativ langsam oder halt nur so Durchschnitt mit 50, 60 Initiative. Ja, und Verteidigung ist halt ein bisschen niedriger, aber man muss auch sagen, die haben natürlich den Typenvorteil auch noch, weil Boden, der Typ an sich, trifft mehr effektiv als das letzte Mal Gestein und hat auch weniger Schwächen als Gestein, dafür jetzt auch weniger Resistenzen, nur 2 anstatt 4 wie bei Gestein, aber Gestein hat dafür natürlich auch 5 Schwächen und das ist halt brutal und noch dazu sind halt die Schwächen relativ häufig auftretend und deswegen hat es halt da deswegen etwas weniger Tankiness, dafür halt mehr AD, also eher offensiverer Typ als Gestein. Und jetzt kommt die super Transition zu der Initiative, wo du vor 5 Minuten erwähnt hast. Ja, Und die wollten zwar uns kommen wir heute dann zu kurz halten. Top. Ja, zu Top Nummer 5 kommen wir dann. Also. Meine Freunde, Top Nummer 5 ist Skorgro, das Pseudo-Gift-Pokémon, kann man so sagen, wegen der Fähigkeit Aufheber. Heißt eigentlich Poison Heal oder sowas. Heilt sich praktisch, wenn es vergiftet ist. Ist mit Toxicorb eine sehr gute Kombination, aber das zählt ja nicht in den Koeffizienten rein. Wir schauen uns erstmal die Schwächen an. Was soll man mehr sagen? 2 Immunitäten, 3 Resistenzen und eine Vierfachschwäche Eis. Ist zwar sehr oft vertreten, gerade so in der Meta generell ist Eis sehr oft vertreten, weil es ziemlich viel wenigstens normal trifft. Es gibt, glaube ich, keine Eisimmunität. Und Wasser, ja, aber wenn man Skorko richtig playt, vor allem durch die Basiswerte hier, 125 Verteidigung, richtig viel AD, der Speed ist auch da. Also, Leute, Skorko ist echt eine Zerstörungsmaschine, hat schon viele Teams in den Tod gebracht. Ja, Ja. was soll man sagen? Ist halt ein pures Beispiel für Bodenflug-Pokémon. Ja, also würde ich auch mal so weiterhin unterstreichen. Fähigkeiten kann man halt sagen, außer Aufheber, Sandschleier, Scherenmacher, Warte, ich braucht hol man kurz den alles Stift. nicht. Ja. Ja, kannst du spüren. Dann Attacken auch ganz standardmäßig. Was weiß ich, kann sich vielleicht auch mit Schwertern, Ja. glaube ich, hochboosten, aber eher. Kennen wir ja Ja, hier die ist. unser Freundchen hier, das rote Eichhörnchen, spielt natürlich eher auf Tankiness. Wenn man auch nicht so blöd ist und mit einem Boyeline Wasserdüse gegen das Vieh macht, kann man gegen Stick auch gewinnen. Aber ansonsten Warum habe ich das ist gemacht? Skorgro definitiv berechtigterweise auf Platz Platz 5. 5 und auch mit Bodenflug einzigartig, was sich nur teilt mit Demeteros, glaube ich zumindest. Ich glaube, außer Demeteros hat nichts anderes mehr Bodenflug. Ja, von daher würde ich sagen, können wir auch gleich weiter skippen zu Platz 4. Also, Mega Kamerupt kriegt massive Boosts auf Spezialangriff und auf Verteidigung und Spezialverteidigung. Auch einen leichten AD-Boost kriegt es, dafür verliert es halt 20 Initiative, aber die 40 Initiative sind jetzt, waren jetzt sowieso egal und weil 40 wird sowieso von fast allem überholt. Da sieht man nochmal wieder den Vorteil von Skorgros Initiative, da er nämlich so etwas langsamere Dinge auch gleich als Tank nochmal vorher die vergiften kann und nochmal mehr Pressure reinballern kann. Ja, und Mega Kamerupt mit Feuerboden. Brutale Typenkombination trifft, glaube ich, zusammen 9 Typen effektiv. Da kann man auch sagen, Protogradon dann auch mit Bodenfeuer hat bei uns den höchsten Koeffizienten aller Zeiten. Hier 1000 irgendwas, ist auch scheißegal. Ja, deswegen Bodenfeuer ist einfach brutal. Hat nämlich nur eine Schwäche mit, zwei Schwächen mit Bodenwasser und Groudon kriegt ja nämlich noch durch die Fähigkeit des Wasser als Immunität angerechnet. Deswegen brutal. Und auch Kamerupt. Ich meine, klar, das normale Kamerupt sticht jetzt in keinem Ding hier vor. Deswegen hat man das auch fast nicht benutzt. Ist nicht sonderlich tanky, hat nicht sonderlich viel AP und ist auch arschlangsam. Aber jetzt im Mega Kamerupt auf Trick Room gespielt, ist es natürlich brutal und auch als normales Ding.
kann es nämlich mal mindestens eine Attacke wegtanken. Boden auf jeden Fall, Wasser schafft es nicht, aber der Rest ist ganz okay. Ja, ja, ja. Und man sieht da jetzt genau die, also Fähigkeit Rohe Gewalt. Ich suche gerade die ganze Zeit irgendwelche Möglichkeiten, wie man es usen kann. Es gibt bestimmt welche, ansonsten hätte es ja nicht. Ja, Rohe Gewalt. Und da ist halt, ja, da ist halt das Problem, was man sieht. Es ist ein Feuer-Pokémon, was halt auf Spezialangriff skaliert, 145 in der Mega-Entwicklung. Aber durch den Bodentyp hat es halt die 120 AD. Also man hätte es ja anders verschieben können, aber ja, es ist halt so ein Hybridwesen. Ja, dadurch hat es aber auch einen Vorteil, weil Rohe Gewalt boostet ja beide Stabattacken von dem, sowohl die AP-Erdkräfte als auch das Flammenwurf, dieser Feuersturm, glaube ich, heißt es. Ja, also genau. Purer Hybrid. Und dann kann man noch vielleicht, um den Gegner noch zu trappen, nimmt man vielleicht noch, was weiß ich, noch eine AD-Attacke mit, vielleicht. Tarnsteine mit, für wegen den wenigen Schwächen, das kann man auch mehr auslösen. Naja, ansonsten kann man da nicht viel sagen, außer es hat shiny Form, sieht eigentlich ganz geil aus, so in Schwarz, naja. Kommen wir jetzt zum glorreichen Platz Nummer 3. Ein Pokémon aus der dritten Generation, glaube ich, ja, dritte Generation. Es ist sogar ein Starter, es ist, glaube ich, der stärkste Starter unter den Startern. Und zwar Mega Simpex. Beziehungsweise Simpex, Mega Simpex. Tja. Ja, es ist halt mit Wassertempo, Feuchtigkeit. Sturzbach, ein klares Pokémon, was man so im Regenteam spielen würde. Hier, wenn ich gerade so kurz über die ganzen Attacken drüber schaue, hier alles von AP zu AD, überall alles dabei. Aber auf AP ist egal. Ja, die krasse ist halt erstmal die Einfachschwäche, also eine Vierfachschwäche und eine Immunität, 4 Resistenzen. Das ist hier so richtig hart, also neben Gastrodon und was weiß ich, der Specht, der... Nur Pflanze als Resistenz. Und Pflanze ist meistens ein Supporter in dem Team und deswegen frisst es eigentlich sonderlich kaum Schaden. Die Werte boosten sich so unermesslich mit 150 AD, 70 Init, ist jetzt nicht gerade die Welt, aber durch das Wassertempo kann es halt hochgeboostet werden und wird dann zu einem richtig krassen Sweeper. Ja. 100 KP ist auch noch dabei, also es ist ein Tag, es ist ein Angreifer, es ist alles, also gehört dazu. Ja, also eigentlich würde ich auf jeden Fall mein Team mitnehmen, bis auf die Shiny Form, die ist etwas, naja, also ich weiß es nicht, also das ist so etwas, wo ich lieber vermutlich die normale Form bevorzugen würde. Deswegen mit einem Koeffizient von 779 auf Platz 3. So, also auf Platz 2 der besten Boden-Pokémon haben wir das Mega Knackrack. Ich weiß gar nicht, was es ohne Mega oder mit der normalen Form für einen Koeffizienten hat, aber wir können ja nicht zweimal das gleiche Vieh in die Liste machen. Deswegen haben wir hier Mega Knacker auf Platz 2 und Drache Boden, Pseudo-Legendäres. Da kommt wieder ein leichtes Unverständnis von meinem Co-Moderator. Also, Mega Knacker, was kann man dazu sagen? Werte. Brutal, scheiße. Werte erstmal übel brutal, 108 KP, 170 AD, ich glaube der höchste AD-Wert nach Mega Mewtwo. Dann 115 Verteidigung, 95 Verteidigung, auch okay zum Tanken. 120 AP. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man so aus Trollen noch einen Drakometeor mitnehmen, weil Drakometeor verringert ja die Spezialangriff. Haut man einen AP-Drakometeor raus, um wenn er vielleicht gerade, was weiß ich, seinen physischen Tank rausgehauen hat. Und dann kann man danach mit AD-Dingern sweepen, nachdem der physische Tank weg ist. Und ja, Initiative, das ist so der einzige Kritikpunkt. Ich meine, 102 von normalem Knackrack. 102 ist schon so, das ist nicht so ganz schnell, weil die meisten klassischen Sweeper haben ja 110 und mehr. Und 92 ist da natürlich schon ein bisschen arg wenig, aber gut, die Tankiness hat es definitiv um 1-2 Hits. Und den Schaden. Ja, und den Schaden hat es definitiv auch, deswegen, was weiß ich, kann man ja Schwertern. Ich glaube, standardmäßig ist Schwertanz, Erdbeben, Drachenklaue, Steinkante oder was. Und damit trifft man halt fast alles effektiv und kriegt noch den Boot, den Stab auf Drachenattacken. Von daher würde ich sagen, Knackrack brutal. Und ist auch nur ganz knapp gescheitert.
an dem ersten Platz und das ist ja auch ein guter aller Bekannter, den wir kennen. Und vielleicht willst du noch was zu Glarkrak sagen? Nein, ja, vielleicht? Nein, will ich nicht sagen. Das ist eigentlich ja, okay, alles, was das ist Pseudo-Legendäre aus der vierten Generation. Was gab es denn noch in der vierten Generation? Despota? Ne, das war dritte. Ja, jetzt ist er überfordert. Ach du Scheiße. Pseudo-Legendäre vierte Generation Metagross, oder? Nein, das dritte, dann war Knacker, glaube ich, das einzige, weil Trickefallo war ja fünfte. Aber jetzt schweifen wir wieder zu arg ab, das zieht es wieder unnötig in die Länge. Deswegen. Ich guck kurz nach. Ne, ich glaube, ich meine, Knacker ist das einzige. Weil Brutalanda und Metagross sind dritte Generation, Despota war, glaube ich, zweite und Dragoran war erste. Das kannst du gestern, was das einzige war. Tja, also, gehen wir weiter. Das einzige, aber das war. Es ist mal wieder unser lieber alter Herr Dr. Stalos. Mega Stalos. Dr. Stalos. Es sind halt diese 820 Koeffizienten, was es halt immer hochreißt. Und ich meine, jetzt haben wir es vertreten in den Boden und Stahl, Pokémon der stärksten. Ach du Scheiße. Ja. Man muss sich die Basiswerte anschauen. Wir haben es schon 3, 4, 5 Mal erklärt, warum, wieso, weshalb. Es pumpt einfach. Es pumpt. Und man denkt. Durch diese 230 Verteidigung gehen halt diese 95 Spezialverteidigung, diese guten 95 Spezialverteidigung und die eigentlich richtig krassen 125 Angriff so einfach unter. Die sind so unauffällig. Aber naja. Ja, und es ist halt einfach der Stahl-Boden-Vorteil. Weil Resistenzen und Boden und die Effektivitäten sind auch nochmal brutal da. Und noch dazu ist, dass es ja jetzt eine Mega-Entwicklung gekriegt hat, hat es auch nochmal einen Basiswert-Boost von 100. Deswegen ist es halt echt als Boden- und Stahl-Pokémon wirklich fast nett zu knacken. Das spielt man, das ist unglaublich, das Vieh. Ich meine, kann vielleicht nichts mehr dazu sagen. Es ist einfach, allein schon die Shiny-Form, es ist golden, goldener Platz 1. Goldener Leute, Platz das 1 sagt wirklich, schon alles, sagt da alles muss man nichts erklären. Ey, Mensch, das beruhigt dich doch mal. Ja, okay. Also, dann war ja, das hier die Top 5 von den Besten. Ah ja, die Sache ist halt. Ach so. Ich werfe es doch was rein. Die Sache ist halt, es und Stalobor haben halt die Typenkombination der Stahlboden, die ist halt einfach brutal Stahlboden, diese Typenkombination. Und da ist halt Stalos einfach noch ein bisschen besser als Stalobor. Ja, weil es einfach eine höhere Basiswertung so hat und auch tankiger ja, ist. Ja, und es ist, ja, deswegen. Ist zwar nicht schnell, aber es haut raus. Also dann ist hier nochmal, versuch noch einmal einen Abschluss zu erzielen, nämlich, das waren die Top 5, der Typen Wasser, Stahl, nein, Boden war's. Und ja, also das nächste Mal, jetzt haben wir dieses ganze Sandsturm-Immunitäten-Team abgedeckt, das heißt Gestein, Stahl, Boden. Und jetzt gucken wir mal als nächstes, vielleicht nehmen wir, was, achso? Eis oder Geist, Psyche würde ich so irgendwas nehmen, aber das werden wir ja sehen, Leute, schaut einfach mal vorbei, abonniert, dann kriegt das mit. Ja, also, hier, Cliffhanger hoch 10. Cliffhanger hoch 10 und dann hauen wir jetzt hier noch die ganze Endcard rein mit den Verlinkungen zum letzten Video und mit dem Abo-Knopf, der alles zappt. Ach genau, das haben wir gar nicht erwähnt. Scheiße, der Koeffizient, wie man ihn ausrechnet. Schaut ins erste Video, das von Typ Stahl, da findet ihr ist alles, schön findet erklärt. Habe ich gut erklärt. Auch in der Beschreibung gucken, da steht es auch nochmal drin. Ist ein bisschen schwer verständlich, aber... Naja, A mal B mal C. A mal B plus C. Ach scheiße, jetzt hat er falsch gerechnet. Naja, egal, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Alla dann. Adios.